Eine ungewöhnlich lange Kanzlerschaft geht zu Ende. In den vergangenen Wochen erleben wir viele letzte Momente mit Angela Merkel. Ihr letzter Staatsbesuch, letzte Pressekonferenz, ihr letzter Podcast. Und deswegen erlauben Sie mir heute ein letztes Mal zu sagen, was mir in diesen Tagen das Allerwichtigste ist. Lassen Sie sich impfen. Viele Ihrer Weggefährten haben sich zu Ihrem Abschied emotional geäußert. Die großen emotionalen Gesten sind selber nicht ihr Ding. Sie war die pragmatische Krisenmanagerin, die das Land wohl überlegt, teils zögerlich durch unruhiges Fahrwasser navigierte. Sie in ihrer unaufgeregten Art es geschafft hat, doch die Gemüter auch zu besänftigen, den großen Zusammenbruch zu verhindern. Oh, komm. Konfrontiert mit Gefühlen schien sie manchmal etwas unbeholfen, aber nicht anteilnahmslos. Gefühle zeigte sie selber beim Thema Flüchtlinge 2015 und möglicherweise eher im Verborgenen, hinter den Kulissen, wie der 2017 in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel auf Twitter schreibt. Yücel widerspricht dem Vorwurf der Empathielosigkeit, nur weil sie sie nicht zur Schau trage. Merkel sei die Einzige gewesen, die seine Frau in der schweren Zeit gefragt habe, wie es ihr gehe. Und als ihr Wunschlied der ostdeutschen Sängerin Nina Hagen beim Zapfenstreich erklang, bekam die Kanzlerin dann doch wässrige Augen. Auch Ehemann Joachim Sauer war bei der großen Abschiedszeremonie dabei. Für ihn geht ebenfalls eine Zeit zu Ende, eine sicherlich manchmal entbehrungsreiche, an der Seite einer der mächtigsten Frauen der Welt. Über Merkels Zukunftspläne ist wenig bekannt, nur so viel, sie geht nach Hamburg, er bleibt in Berlin.